Dann wink ich zu ihm rauf. Hallo, Flieger! Und bist du auch noch dabei, dann bin ich super drauf. Dem Traum vom Fliegen so nah. Ich hoffe, Sie sind bereit für ein neues Kapitel in der Luftfahrtshistorie. Der Red Bull Flugtag 2012, das ist der 8. insgesamt in Österreich. 116 hat schon auf dem Erdball gegeben. Die Premiere 1992, heute hier also 20-jähriges Jubiläum. Dazu Servus, welcome on board. Freue mich, dass Sie mit dabei sind. Wir zeigen Ihnen jetzt die Highlights dieses Red Bull Flugtages 2012. Viel Spaß dabei. Jetzt bei uns Burschen, die ein bisschen an die Gebrüder Wright anlehnen. Ja, genau. Das ist der. Die haben nachgebaut den Wright Glider. Mhm. Das war sozusagen das Modell, bevor sie den motorisierten Flug gemacht haben. 1901 sind sie mit dem 25 Meter geflogen beim ersten Sprung. Und das wäre schon ganz schön, wenn die das auch schaffen würden. Also die haben versucht, da was Historisches nachzubauen. Aber es schaut mich ganz gut an von der Konstruktion. Also das könnte weit ja, gehen, oder Andreas? Das Höhenruder ist vorne, das ist auch im Original so. Ja. Und jetzt bin ich schon sehr gespannt. Ui! Was ist da schief gegangen? Da ist vorher das Höhenruder umgeklappt. Ja. Das war ein bisschen ungewollt, glaube ich. Kann man das nicht fixieren oder wie schaut das aus eigentlich? Ich weiß nicht, vielleicht war er nervös und hat den Hebel in die falsche Richtung betätigt. Ich habe den Verdacht, dass der nervös war. Dass der Pilot schauen wir mal, ob man das in der Zeitlupe sieht. 7,60 Meter ist natürlich die Gebrüder Wright, 100 Meter später, die drehen sich im Grab um. Eike Rottenstein ist hier der Pilot. Ja, es... Dürfte ein bisschen am falschen Hebel also gezogen schaut, haben, oder? Da, das Höhenruder ist komplett falsch verdreht. Ja, Kopfstand, ja. Also richtig, Überschlag wollte ich richtig sagen. Rein überschlagen jetzt, dieses Fluggerät da. Diesen genau, Wright Glider. Genau auf dem Rücken. Ei. Ja, deswegen sind das auch leichte Konstruktionen, dass die auch leicht zerbrechen, wenn die Piloten dagegen krachen. Dass man sich und da natürlich nicht verletzt. Schwimmen, dass man sie rausziehen kann. Ja.